Hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play Dantes Inferno. Jawohl, und wir sind hier in diesem Ring, wo wir, man kann es lesen, und deswegen haben wir auch abgebrochen. Und wir machen das jetzt so, dass wir es probieren und probieren und probieren. Und es ist 2:30 in der Früh schon vorbei, wir sind auch schon langsam müde, aber wir werden es noch durchspielen wahrscheinlich. Das sage ich jetzt einmal so. Ja, das wird schon hinhauen. Das wird, glaube ich, hinhauen. Aber wir werden das jetzt immer weiter probieren. Und wenn wir oft versagen, werde ich es wieder schneiden, sage ich gleich. Und ja, wir werden auch weniger reden jetzt, bis wir es geschafft haben. Also nicht wundern. Na dann, hau rein. In weniger als einer Minute. Ne? Alles weniger in einer Minute, okay, gut. Kein Problem. Wenn es da drauf steht, wird schon so sein. Und das ist echt verdammt schwer, vor allem die Kleinen kommen dann immer näher und näher und näher. So, Versuch 2. Ich glaube, ich muss doch die Taktik ändern. Versuch 3. Ah, das wird lange dauern. Einmal versuche ich noch, dann kannst du mal. Dann verwende ich Versuch 4. Gebe. Jo. Mit. So. Versuch 5. Das ist so zart. Es haut so rein. So, Versuch 6. Blockt. Wirklich, Alter. Versuch 7. So, ich probiere es jetzt noch einmal, dann probiert es er zweimal, dann haben wir 10 Versuche. Und dann wird er weggeschalten. Und dann wird es runtergeschalten. So, Versuch 8. Wenn man das wolle. Versuch 9. So, okay, gut, wir gehen rein in den Einstellungen und wir drehen jetzt nochmal auf leicht, das ist nicht mehr zum Schaffen. Das ist auch unlustig einfach. Ja, Versuch 10, glaube ich, jetzt. Aber wir gehen jetzt rein. Optionen, glaube ich, Schwierigkeitsgrad, Klassik. Nicht zum Schaffen. So. Kreis. Und weiterspielen. Die Frage, ob es das einfacher macht, weil die Gegner ja schneller drauf gehen. Ja, man sieht es auch, sie gehen viel schneller drauf. Das macht es nicht wirklich viel einfacher. Nein. Aber vielleicht bleibt der Combo-Ding, nämlich jetzt hat er dich geschlagen und der Combo-Ding bleibt oben. Das ist auch schon mal nett. Siehst schon wieder, er hat geblockt. Ja, hält länger. Es hält länger, der Combo, das ist schon mal, also, das ist Gold wert. Das ist wirklich Gold wert. Mach ihn mit der 2 fertig. Nein, ich mach ihn so. So, wir haben es geschafft. Und auch wir spielen. Leicht ist es anscheinend. Wirklich leicht. Viel besser. Und wir kriegen verdammt viele Seelen, das werden wir jetzt gleich ausnutzen, glaube ich. Jo. Warum haben wir denn die gar nicht? Was? Mehr Seelenstärke. Ist anscheinend wieder verloren gegangen. Ah, anscheinend. Dann nehmen wir die nochmal. Und Mana-Balken auch erhöht. Ja. Perfekt. Gut, 3000 haben wir noch, heben wir uns auf. Die heben uns auf für was Besseres dann noch. Gut. Schauen wir, ob noch ein Kreisel kommt oder nicht. Ich glaube, eins kommt noch. Ich glaube, der letzte kommt jetzt. Und da kannst du wieder wen erlösen. Oder bestrafen. Tochter des Königs von Assyrien ist in der Hölle nur ihr eigener Wahnsinn geblieben, nachdem sie im Leben versuchte, ihren eigenen Vater zu verführen. Eigentlich, ja, bestrafen. Ja, eigentlich schon. Und tschüss. So, mitnehmen brauchen wir nichts.
Nein. Das ist eigentlich ziemlich unnötig hier. Und speichern natürlich. Mal so. Folge 9 überschreiben auf. Mal die Folge 10. Ja. Ja. Ein Kreis kommt noch. Und dann haben wir das auch hinter uns. Gut. Ich weiß nicht, was sie sich jetzt noch einfallen lassen haben, was noch mühsamer ist. Der letzte Schlund sind Fälscher, die Fälscher. Sind wirklich die bösesten? Ja, Hacker und sowas wahrscheinlich. Ja, die mag ich eigentlich ganz gern. Jetzt musst du zweimal springen. Einmal. Nein. Zweimal. Perfekt. So, und jetzt bin ich gespannt. Besiege alle Gegner. Na gut. Ausdauertest, okay, gut. Das ist einfach, finde ich jetzt persönlich. In 5 Minuten. Also es heißt, es kommen das heißt jetzt anscheinend Unmengen an Gegnern wahrscheinlich. Das heißt doch mindestens 5 Minuten Video eigentlich. Ja. Aber sie gehen ziemlich schnell da an. Achso, wir haben ja nicht mehr umgeschalten. Das ist richtig, das ist natürlich ein Fehler. Auf sehr laut wieder. So. Entschuldigung, aber wir haben es gleich ausgebessert, wie ihr seht. Ja, es sind jetzt. Sind jetzt ein paar Gegner halt flöten gegangen, aber man sieht auch gleich, das er haltet gleich weitaus mehr los. Waren ja jetzt, glaube ich, nur 4 Gegner, die er jetzt erledigt hat, der Kollege. Und das fetzt schon ordentlich rein. Baff, baff. Boom. Ja, wieder ein bisschen heilig. Na. Ja, mach das, was ich immer mache, mit den Kreuzen. Und genau. Und gleich nochmal. Ja, sobald sie aufstehen. Das ist nicht so. Oh, tot, perfekt. Tot. Tot, perfekt. Gleich mal den Zauberer vernichten da. Er macht nicht mal was. Er macht nicht mal was, er hat nicht mal so ein komisches Ding auf dem Kopf. Nur zur Info, wir haben jetzt wieder umgeschalten, ja, also warum jetzt die so schnell jetzt gestorben sind, das wissen wir nicht. Aber die sind, die halten auch nicht viel aus. In den Filmen kommen die cool rüber. Stimmt. Der hält viel aus. Ja, der hält viel aus. Mit seinen komischen, was weiß ich, was ist. Das blockt er schon noch. Das kann er doch. Und weg. Ja, der Typ mit der Ritterrüstung. Mit der goldenen Rüstung oder was auch immer das für eine Rüstung ja, sein soll. Er sogar mit seinem, mit seiner Axt. Er ist einfach nur männlich. Also er versucht es zumindest zu sein, aber so männlich wie Dante wird er nicht sein. Natürlich nicht. Das war natürlich ein Schwachsinn. Ah, das passt schon. Das sind wieder diese Flugviecher. Puff. Die Zerg. Sag ich gerne. Und Bestrafung. Und jetzt kommt auch wieder die Völlerei. Der Fettsack. Der Fettsack. Nicht die Fettsack. Man weiß es nicht wirklich. Er hat ziemlich Brüste. Er hat ziemlich große Brüste, ja. Also das kann man nicht bestreiten. Und jetzt speibt er gleich wieder. Geht's nicht so oft zu McDonald's, sonst wird's ja auch so bald ausschauen. Ich war heute. Also nicht heute, sondern gestern. Sowas um 18 Uhr, glaube ich. Ich habe keine Ahnung. Also vor ein paar Stunden. Ja, vor ungefähr 19 Stunden ungefähr. Dies, steh auf. Ah, die kann man nur erlösen und bestrafen, anscheinend kann man die gar nicht so down bringen. Und wir schlitzen ihn auf. Boah. Das muss doch wehtun. Schon wieder so, jetzt kommen diese Tradiwabeln wieder. Die sind mir eigentlich relativ wurscht. Tradiwabel! Ich habe noch volle Mana und so. Ich kann mich noch einmal voll aufladen und ich bin voll. Also. Die blocken aber sehr freundlich. Freundlich! Aber ihn nicht. Hoppsa. Na? Nicht so unfreundlich hier.
Ihr miesen Scheißkreaturen. Vielleicht sind wir da. Ja, ich auch mal da zum Drehen, Alter. Wenn du die Tram willst, dann geh heim, Alter. Jawohl! Der Sturm der Liebe. Oder Sünde, oder was auch immer. Und die Zeit ist noch nicht abgelaufen. Unglaublich, wie viele Gegner da kommen. Wir haben noch 30 Sekunden noch. Unglaublich. Und es kommen immer mehr. Unglaublich. Das geht sich nie aus bei dem Spiel. Ist ja unglaublich. Aber dass sie mich da nicht da bringen, ist eigentlich auch klar. Na, das stimmt. Was sind denn das für welche? Die komischen. Achso, nur die Frösche, gell? Oder was weiß ich, was das ist. So haben wir es. So jetzt. Haben wir es jetzt noch, Alter. Da stehen ja noch immer die zwei. Jetzt habe ich fast meine ganze Energie aufgebraucht von mit den Stürmen, gell? Ja, den Stürmen. Ja, ist also eigentlich ein bisschen größere Herausforderung. Wenn ich jetzt noch die Rüstung hätte, wäre es ja eh viel zu einfach. Das stimmt, ja. Hoppsa. Und da will ich schon wieder essen. Wow. Eigentlich relativ widerlich. Das ist zu widerlich in meinen Augen. Du nicht. Du nicht. Ab mit dir in die Verdammnis. Puff. Hoppsa, er hat mich angeschissen. Wow, das ist so eine Grinse. Wow, ist das grindig. Aber er hat wirklich geschissen, also es tut leid, aber. Und jetzt speibt er sie wieder auf, von oben bis unten. Wow, so grindig. Ja, verkörpert halt die Füllerei. Ja, wirklich, aber Sinn das ist schon. Sinn des Lebens gesehen. Ja, das ist gut. Sinn des Lebens von den Monty Pythons. Ja. Füllerei. Wie wär's noch mit einem Pfefferminzblättchen? Ja. Nein, ich bin voll. Aber Sir, es ist nur ein Pfefferminzblättchen. Und er hat schon wieder geschissen. Wow, Tante der Arme. Geh dir mal duschen, ne? Du kannst bestraft. Ja, wirklich, Alter. Der gehört wirklich bestraft. Wumm. So, bin ich wieder voll. Alter, das gibt's ja nicht. Wie soll das überhaupt gehen? Auch wenn man 5 Minuten dafür Zeit hat, das ist ja nicht mehr normal. Bitte schreibt es in die Kommentare, wer es geschafft hat. Das würde mich wirklich brennendst interessieren, wer das geschafft hat, diese Ringe wirklich zu meistern in diesen kurzen Zeiten. Ich stelle das mal vor, noch auf Hölle oder was auch immer der schwierigste Schwierigkeitsgrad Hölle. Ist. Hölle ist, glaube ich. Wenn du das in Hölle durchspielst, hast du dann nochmal einen härteren. Und das Problem ist, es gibt ja keine weiteren Aufstufungen mehr. Ja, muss es auch nicht. Ja, aber trotzdem, dass irgendetwas verbessert wird mit Levelaufstiegen oder irgend so etwas, das wäre schon irgendwie praktischer. Stimmt. Und da kommen noch immer welche, das ist ja nicht mehr normal. Gib ihn nochmal. Gib ihn. 5 Minuten nur reine Metzlerei jetzt. Schon länger. Ja, das stimmt. Die 5 Minuten sind ja schon um. Buff. Wie er sich aus dem Liegen mit den Flügeln beschützen kann. Unglaublich. Jetzt macht er gleich wieder einen Angriff, nach vorne stürmen. Jetzt. Ja, ja, dann kann ich gar nicht ausweichen. Na, das ist ja nett. Gib ihn, den Wichser. Er fliegt natürlich nicht hoch, obwohl er fliegen kann. Unglaublich, was die aushalten. Unglaublich. Ich meine, mittlerweile halten wir auch unglaublich viel aus. Ja, das stimmt. Überhaupt mit Mana und so etwas, dass wir das noch mit der Rüstung, dass wir uns wieder aufbauen können, das ist schon mal positiv. Mhm.
Ich meine jetzt eh auch nicht mehr, weil ich den Mann mehr habe. Ja, okay, gut, auf den Scheiß mal. Ich hoffe, das ist jetzt einmal der letzte, damit wir da mal weiterkommen. Ja, das wäre schon mühsam. So, Flügeln ab, jetzt kann er eh nichts mehr zerficken. Boom. Und. Boom. Ah, er lebt noch immer. Und Bestrafung für das, was er getan hat. Ja, einfach weil er so lange. Nein, das gibt's doch nicht. Kann nicht dein Ernst sein. Das ist ja nicht mehr normal. Bitte schaut euch das an, was da kommt. Und die haben natürlich einen Schutz auch noch drauf. Nicht normal. Nicht normal. Ja, und jetzt stellen sie sich mir noch in den Weg. Verwende deine Magie. Scheiß jetzt drauf. In deine Rüstung. Rüstung geht nicht mehr. Achso, schade. Aber der geht noch. Warum hat er den jetzt kloppen können? Na, du hast den anderen anvisiert, glaube ich. Also so wie ich das jetzt gesehen habe, dass du den anderen anvisiert hast. Sein, ne? Jetzt ist er tot. Endlich. So, jetzt nur noch die Rauchviecher und ich hoffe, dann war's es. Jetzt sind wir endlich aus diesem Dreckloch draußen, Alter. Die Nerven. So, zwei noch. Okay, drei noch. Alter. Das ist nicht, das ist doch. Unglaublich, zwei noch. Und. Bitte, das ist doch. Alter, das glaube ich doch. Unter 5 Minuten, ja, überhaupt kein Problem. Unglaublich, nicht zum Aushalten. Ja, gut, die zwei sind wenigstens nicht besonders stark. Ah, aber trotzdem, sie fressen auch Zeit. Jetzt war schon so am Arsch, ich krieg's keine Lösung. Boom. Weg. Eieiei. Oh. Was hast du jetzt gemacht? Mich verdrückt. Ich hoffe, jetzt kommt nicht noch was. Ja, du musst mit. Das ist arg, weil das Ding könnte mich echt noch mehr machen. Das war vorher urheftig. Und wenn das jetzt passiert, dann reicht's mal. Aber Kreuze. Weil das kann sich auch dematerialisieren. Kreuze, jawohl. Und jetzt. Bam, bam, bam. Dematerialisieren. Mhm. Das heißt, er wird. Zu Feuer und man kann durch ihn durchhauen, so wie diese Feuergestalten, ja. Feuer, diese kleinen. Genau. Da muss man zuerst halt mit den Kreuzen drauf fetzen. Ja, komm. Unglaublich, was die aushalten. Nicht mehr. Jetzt ist er überhaupt nicht mehr aus Feuer. Das heißt, er verliert seine Kraft, kann das sein? Hoffentlich. Mann. Ja, oh ja. Aber jetzt, bitte, lass es den letzten sein. Es muss einfach der letzte sein. Endlich. So, mal rauf da. Komm. Und weiter geht's. Und ich hoffe. Okay, gut, ich glaube, es kommt eine Katze hin. Ich dreh mal lauter. Ja. Beatrice, hör auf damit! Ich habe mich meinen Sünden gestellt.
und bin bereit, dich heimzuführen. All deine Sünden? Ich denke nicht. Blicke in den 9. Kreis der Hölle. Blicke in das dunkle und kalte Reich der Verräter. Allmächtiger, wer hat das zu verantworten? Kümmere dich um meine Schwester. Ich, mein Herr. Hängt ihn. Wenn Saladin von dieser Gräueltat erfährt, wird er die Mächte der Hölle entfesseln. Beatrice, ich werde dich beschützen. Mein Bruder ist tot wegen deines Verbrechens. Gab es einen Grund für diese Heimtücke? Nein. Ich lasse ab von meiner Reise. Mein Platz ist hier im Fegefeuer, der deine im Paradies. Ich bedauere aus tiefster Seele, was ich getan habe. Mögest du mir eines Tages vergeben. Mein Kreuz. Beatrice. Du hast wohlgetan, Dante. Und obschon du es jetzt nicht verstehen magst, hast du weit mehr als diese unschuldige Seele gerettet. Denn deine Rolle in der ewigen Schlacht ist weit bedeutender, als du dir vorzustellen vermagst. Ich verstehe nicht. Deine Erlösung ist nah. Warte! Ich muss mich um sie kümmern. Ich bin so weit gekommen. Vertrau mir. Du wirst sie wiedersehen. Epic Bull. Und ich glaube, wir machen hier Part Ende. Ich beginne wieder zum Schneiden einmal. Es ist noch lange nicht aus. Also es kommt mir, glaube ich, noch 2 Level, was ich weiß. Und zwar kommt jetzt noch die Eiswelt. Und ja, es ist. Und halt der Final Boss halt noch. Viel wollen wir euch jetzt noch nicht verraten hier. Ja. Ja. Gut. Es geht weiter im nächsten Part. Ich beginne zum Schneiden. Macht's gut. Tschüss, Papa.